Okay, wir gucken einfach mal. Das wollte ich mir generell mal noch reinziehen. Der Ace Family, tatsächlich der Ace Family nicht kennen. Können wir mal gucken, was das hier so richtig ist. Hä? Das habe ich schon lange drin. Seit dem 1. August, das ist schon 2 Wochen her. Seitdem wollten wir uns das schon angucken. Wer Wahnsinn. ist das? Dude mit Maske. Okay. Und damit herzlich willkommen zurück beim wildesten Kanal YouTube Deutschlands. Ich würde am Anfang vom Video einfach mal Danke sagen, weil das ist... Ach, Scobie schreibt gerade eben, am besten da gar keine Aufmerksamkeit geben. Ja, aber guck mal, es ist doch Content für einen Stream. Klar kann es unangenehm werden, aber ich habe damit auch gar kein Problem. Ne, also, wenn es für einen Stream ein bisschen entspannt ist, ist auch toll. Überhaupt nicht normal, dass ich jetzt innerhalb von einer Woche mal ganz easy die 4000 Abos geknackt habe. Glückwunsch, und Bruder! Deswegen danke für euren Support. Weil wir haben nicht die 4000 Abos geknackt, aber dafür wie 84.000! Ja, Mann! Nee, bei mir auf dem Kanal läuft. Also irgendwie, was ich nicht ganz verstehe, ist, warum ich derzeit relativ viele Abos mache. Guckt euch das mal an, ist gar nicht so schlecht, ne? Guck mal, die letzten 14 Tage. Ich habe am 3.8. 100 Abos gemacht, 2 Tage danach wieder 100 Abos, 2 Tage danach 100 Abos, einen Tag danach 100 Abos, 3 Tage danach 100 Abos. Ist doch top, wirklich. Also was das angeht, läuft's. Was ich übrigens nicht ganz verstehe, ist, warum ich 74.000 Aufrufe angeblich in den letzten 30 Tagen habe. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Das kann doch nicht sein. Ich habe schon mal durchgerechnet. Das kann nicht sein. Ist gar nicht möglich. Ich kann jetzt auch Kanalmitglied werden. Weitere Infos dazu findet ihr, wenn ihr einfach auf Mitglied werden drückt. Es gibt einen speziellen Discord dran, Erwähnung am Ende von Videos etc. Schaut einfach mal rein. Oh, Alter. Alter, jetzt. Uiuiui, jetzt wirft er aber ganz schön dafür. Gibt's jemand? Warte, warte. Wo gibt's jemand? Hier, nee. Gibt's hier jemand, der Kanalmitglied schon ist? Sonst kann sich Papa nämlich das Louis-Bag nicht mehr leisten. Yeah! So, Mist erzählen habe ich jetzt schon mal abgehakt. Was kommt als nächstes? Jedenfalls habe ich heute gut, was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn dieses Video ist eine Kooperation mit Hey Unico. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Ich würde seine Art von Videos so als eine Mischung aus Kritik und Meinungsblogs über internationale Themen beschreiben. Aber... Eine? Der Fokus, was ist denn da los, Leute? Warum macht denn das alles verschwommen außer das Gesicht? Hä? Warum macht's denn alles scharf aus das Gesicht? Warum macht's denn ja alles unscharf aus das Gesicht? Verstehe ich nicht. Einfach aber das heutige Thema ist mal wieder extrem wild. Wenn ich sage wild, meine ich, dass es vielleicht sogar extrem schmutzig ist. Also ich finde das tatsächlich besser, wenn das hier alles scharf ist im Vordergrund und im Hintergrund ist es unscharf. Weil wenn du das nur im Vordergrund, hier, das verrauscht hier vieles. Guck mal, das ist jetzt auf einmal unscharf, dann geht's hier wieder ins Scharfe rein. Das ist unscharf, hier geht's, das sieht so ein bisschen billig aus, wisst ihr? Nicht nur in Deutschland gibt es sehr merkwürdige also fühle ich YouTuber, sondern so. Wo noch? Vor allem in den Vereinigten Staaten, richtig. In diesem Video dreht sich nämlich alles, wie dem Titel schon entnehmen könnt, über die Ace Family. Vielleicht zum generellen Verständnis. Die Ace Family besteht aus den Mitgliedern Austin, Elia, Catherine und Elle. Die machen auf ihrem Kanal sowas wie Family-Vlogs und das Zeugs geht scheinbar extremst durch die Decke. Bei jedem Video mehrere Millionen Aufrufe, dann zig Millionen von Abonnenten. Und überlegt euch dabei mal, dass es diesen Kanal erst... Alter, fast 4 Milliarden Aufrufe. Holy shit. Seit 2016 gibt fast es wie mein Kanal. Schon unfassbare 4 Milliarden Klicks gemacht. Ehrlich, was zum Teufel? Ich mache wirklich irgendetwas falsch in meinem Leben. Ich verstehe das nicht mehr. Also allein von den Zahlen ist das der absolute Wahnsinn. Aber wie viele sich mit Sicherheit schon fragen, wenn ich mich mit so einem Thema oder so einem YouTuber beschäftige, dann kann der Kanal an für sich nicht so wahnsinnig gut sein. Zuallererst finde ich, die Videos haben deutlich etwas von Trash-TV. Punkt 1, der mir da direkt ins Auge gesprungen ist, ist, dass die Eltern... Das ist doch ein Thema für Da Vinci, oder? Wenn es um Trash-TV geht. Dann sag doch gleich, dass du es für Da Vinci extra gemacht hast, das Video. Dann sag's doch gleich, Junge. Eltern ihre Kinder halt absolut nicht zensieren, sondern wirklich, so wie es ist, Klicks auf den Nacken von den Kindern machen. Das Problem hierbei ist, dass die Kinder ja gar nicht selbst darüber entscheiden können, weil sie so jung sind, ob sie überhaupt in den Videos vorkommen möchten oder nicht. Dann haben wir auch das erste Problem. Was ist, wenn die Kinder sich später dafür schämen, dass die im Internet so zur Schau gestellt werden? Das hat ja mal eine gewisse Zoo-Ästhetik, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Was zudem noch... Ja gut, muss jede Familie natürlich für sich selbst sehen. Ich sehe es auch kritisch. Ich bin auch so, dass ich das nicht befürworte, aber ich kann es jetzt auch nicht mega schlecht reden, weil das jeder für sich selber entscheiden muss, was er wie anstellt, ob er das in die Öffentlichkeit ziehen will oder nicht. Jeder muss da seinen persönlichen Wert dafür finden oder seinen Sinn dahinter finden, ja. Extrem Schlimmes ist das Verhältnis von Vater aus. Ja, ich hoffe, irgendwann muss es ja sein. Unico macht hier direkt den Anfang und sagt euch, was der Vater bis jetzt so gerissen hat. Hi, ich bin der Drama Detective vom Kanal Hey Unico und die Maske könnte ich wahrscheinlich auch gerade gut gebrauchen. Die Beziehung zwischen dem Vater Austin und den Kindern ist gerade deswegen für viele Leute sehr besorgniserregend, da es bereits einige seltsame Vorfälle in der Vergangenheit gab,
So ist er zum Beispiel, was seine Tochter angeht, extrem vereinnahmend. She will not have a Snapchat. She will not have a Facebook. She will not have an email. And she won't most definitely not have an Instagram. She wants the Instagram. She can share an Instagram with me, Daddy. Außerdem scheinen seine Kinder in manchen Aufnahmen auch irgendwie Angst vor ihm zu haben. My baby is scared of me. She doesn't like you. She's scared. Doch es gibt speziell zwei Vorfälle, bei denen deutlich eine Grenze überschritten. Was ich ja nicht verstehe, ist, wenn du so ein Video machst und sich dein Kind irgendwie vor, oder das Kind vor dir Angst hat, warum lädst du es hoch? Warum lädst du dann so ein Video hoch? Alter, da würde ich mich doch schämen dafür. Wurde und es scheint ihm selbst nicht mal wirklich bewusst zu sein, da er diese Aufnahmen ja schließlich am Ende öffentlich ins Internet gestellt hat und wir es alle einfach anschauen konnten. Einer der Vorfälle war, als er in einem Vlog einmal angefangen hat, seiner sehr, sehr jungen Tochter zu erklären, was sexy ist. Scary, so ist es. Maybe, but like, sometimes mommy like looks like a little too good, you know? Und dann gab es noch einen Vorfall, da hat er seine sehr, sehr minderjährige Nichte, die echt weit von den 18 Jahren entfernt ist, in einen Shop mitgenommen. Und nicht nur das, dort hat er ihr dann auch noch einen Lolli geschenkt und sie anschließend mit ihm gefilmt. What'd you say? What'd you say? What are you trying to get to? You love what? Außen betrachten können, sieht es nicht gut aus. Dann bedanke ich mich recht herzlich für deinen Gastpart. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Also Real Talk, die Videos sind echt mega gut und unterhaltsam. Da ihr jetzt definitiv Hintergrundwissen habt, kann ich jetzt auch direkt in die aktuelle Thematik reingehen, warum es so einen riesigen Aufschrei gab. Schaut euch deshalb am besten mal diesen Clip. Ja, das geht auch ich finde, das geht auch nicht. Also wer geht denn bitte mit seinem Kind in den Erotikladen und zeigt dann irgendwelche Lollis in Penisform? Das ist also... Ist halt lost, ne? Muss man wirklich sagen, ist wirklich richtig lost. I'll be working out too. My shit getting fat. My shit getting fat. Yeah, lights. God, I can't. All I gotta say, Austin, you guys... just started working out, by the way. Can you guys tell? Hey. Ich persönlich finde das extremst ekelhaft, vor allem diesen zweiten Teil, wo das Mädchen die Hand von dem Vater wegschiebt. Der hat es noch nicht weggeschoben, oder? Ah, tot, okay. Toni, moin! Alter, jetzt erst. Ich stream schon seit 2 Stunden. Haut er ihr auf das Hinterteil und sagt sowas wie, oh my god, I can't. So, what? Alter, so redet man nicht über seine kleine Tochter und so fasst man die nicht an. Was ist los mit dir, Mann? Und wie gesagt, die Tochter schiebt ja die Hand von dem Vater direkt weg. Scheinbar ist es ja nicht das erste Mal passiert und ich finde, dass so eine Reaktion für so ein kleines Kind wirklich extremst eigenartig ist. Ich kenne so ein Verhalten auch nicht von mir zu Hause, auch nicht aus meiner Erziehung. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Und deshalb denke ich ganz persönlich, dass da was nicht stimmen kann, gerade wenn man das in den Kontext mit den Sachen setzt, die Hey Unico vorhin schon gesagt hat. Also sorry, welcher Vater haut denn sein Kind so aufs Hinterteil? Das ist doch, es ist abartig. Vor allem mit der Reaktion dann noch. Alter, ey, wirklich. Wenn wir das Ganze jetzt mal zusammenfassen, lässt sich eigentlich ein ziemlich klares Bild über diese ganze Familie. Ja, ist halt... Also es ist auf jeden Fall schon, sieht komisch aus, ne? Und auch die Reaktion von diesem Kind... Sieht auch komisch aus. Also muss man schon sagen, dass das... ich will nicht wissen, was da alles noch so im Hintergrund läuft. Also jetzt wahrscheinlich... Da wird jetzt keine sexuelle Belästigung oder sonst irgendwas oder irgendwas Schlimmes sein, ne? Kann ich mir jetzt nicht ganz vorstellen. Aber so vor der Kamera mit seinem Kind umzugehen, finde ich extrem verwerflich. Der Vater scheint halt wirklich ein sehr merkwürdiges Verhältnis zu seinen Kindern zu haben. Weil... Warum stellt man seine Kinder so ins Internet? Ich habe das ja vorhin schon erwähnt. Normalerweise sollte man das nicht tun, weil die Kinder halt eben nicht mitentscheiden können. Der zweite Punkt ist, warum geht man mit seinem Kind in so einen Erwachsenenladen und kauft dann vor allem auch noch so einen komisch geformten Lutscher? Also, real talk. Das macht wirklich niemand. Das ist wirklich Kindeswohlgefährdung, wie man das in Deutschland sagen würde. Aber davon abgesehen, wer geht generell in solche merkwürdigen Läden? Naja, jedenfalls sind solche Aktionen maximal... Naja, das ist jetzt keine Kindes... Also,
Wir wollen es mal nicht übertreiben, ne? Kindeswohlgefährdung ist ein bisschen was anderes, als in den Erotikladen reinzugehen. Lost. Ich finde es krass, dass trotz dieser Vorfälle, die wir jetzt hier behandelt haben, die Leute immer noch die Videos klicken Tim, und moin. Dass sie das trotzdem, in Anführungszeichen, cool finden, was da abgeht, wie die mit den Kindern umgehen und was sie da alles abziehen. Weil jetzt haben wir wieder einen Aufschrei, weil der Vater das Mädchen so unsittlich angepackt hat. Dieser Aufschrei wird aber, wie es typisch fürs Internet ist, in 2 Wochen gar kein Thema mehr sein und die Leute werden wieder weiterhin draufklicken, als ob nie was geschehen wäre. Und das. Aber es ist trotzdem verwerflich, definitiv. Ich finde es auch nicht gut, was dort gemacht wurde. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das verteidige. Ja. Ist ein maximaler Fehler. Aber das ist keine Kindeswohlgefährdung. Das muss vermieden werden. Ich kann dazu auch nur sagen, dass ich solche Trash-TV-Formate, ob es jetzt auf YouTube oder... Das Kind wird missbraucht und ausgebeutet. Das wird nicht... Wir, dass das Ding ist halt, bei solchen Themen dürfen wir nicht zu krass direkt drauf gucken. Ich kann es verstehen, wenn du das verwerflich findest und nicht gut findest, Jayla Luca, sehe ich genauso. Finde ich auch scheiße. Das Ding ist halt, du kannst auch nicht jemanden direkt als Pädophilen bezeichnen, der auch noch nie oder der ist auch nicht. Warte mal ganz kurz, wie kann man das am besten aufzählen? Du kannst nicht direkt jemanden verurteilen. Sag mal es einfach so, du kannst nicht direkt jemanden verurteilen. Oder halt eben im Fernsehen ist, Billy, moin. Nicht gutheißen kann. Es ist sehr, sehr zweifelhaft, sich so im Internet darzustellen, wie diese Familie es ist. Es ist falsch, aber es ist auch kein Missbrauch, sagen wir es einfach. So transparent zu sein im Generellen. Also sorry, man weiß alles über die und die filmen sich halt gefühlt rund um die Uhr. Außerdem denke ich, dass so private Geschichten wie eine Geburt oder ähnlichem einfach nichts im Internet zu suchen haben, beziehungsweise, dass man das so mit der ganzen Welt mitteilt. Für mich ist im Endeffekt der Vater vor allem der Hauptverantwortliche von dem Ganzen. Er wirkt nämlich auf mich so, als ob der unbedingt sein Familienimperium behalten möchte. Weil wenn wir uns einfach mal die Klicks anschauen, dürfte relativ deutlich klar sein, dass die extrem viel Kohle mit dem Ganzen machen. Schauen wir doch mal in ihr Instagram rein. Was die für Karren fahren, die werde ich mit Sicherheit in 30 Jahren... Ach so, es geht um die Karren. Alter, ich denke gerade, es geht hier um den Tanz. Was die für Karren fahren, die werde ich mit Sicherheit in 30 Jahren nicht fahren können. Ich persönlich will an der Stelle überhaupt Rapes, nicht wissen, was da hinter der Kamera alles abgeht. Und ich kann definitiv keine Empfehlung für diesen Kanal aussprechen. Wie ist eure Meinung zu der Ace Family? Das wird mich interessieren. Wir sehen uns wie immer in den Kommentaren. Ace. Und haut rein! Zu der Ace Family oder zu Ace Galaxy? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ihr es meint. Hä? Wer ist das? Dude mit Maske. Gutes Video auf jeden Fall. Nee, ja, hat mir gefallen.